Sagani darf schießen. Arek tritt ihn gegen die Wand. Jetzt wird nicht mehr geheilt. Deine blöden Priester sind weg. Ja, der Kampf war ziemlich hart. Aber ich hatte wie immer alles unter Kontrolle. Hehehe. Ja. Arek, plündere mal. Ich finde einen Zweihänder, einen Streitkolben, einen kleinen Schild, einen Plattenpanzer, eine Robe, einen Umhang und einen Vollhelm. So wie. Einen weiteren Zweihänder, einen weiteren Plattenpanzer, einen weiteren Vollhelm und einen weiteren Streitkolben, einen weiteren kleinen Schild, eine weitere Robe und eine weitere gefütterte Haube. Dieses komische Räumchen hier unten, wo die alle herkamen, das müsste jetzt relativ leer sein. Ach, da ist noch einer. Einer ganz allein, Attacke. Oh, gar nicht wahr. Dem hier stellt sich gleich mal Arek entgegen. Na, so viel dazu. Alle Attacke auf diesen Akolyten außer Arek, der bändigt den Paladin. Hallo, Arkaner Angriff. Und der Akolyt ist weg. Das heißt, alle, die nicht Alod oder Arek heißen, greifen den zweiten Akolyten an. Und jetzt alle auf den Paladin. Und Arek darf treten. Und treten. Kurz und schmerzlos. Wenn die Paladine nicht ständig geheilt werden, dann sind sie auch gar nicht so schwer. Oh, was war denn das? Ach, hab ich jetzt gar nicht gesehen. War leider zu schnell. Das war wahrscheinlich der übliche Kram von Akolyten und Paladinen. Arek schleicht. Das hier ist ein Tempel des Berat, nehme ich an. Und Berat ist mir sehr unsympathisch. Sein kompletter Klerus greift mich hier ständig an. Das finde ich nicht gut, aber ich finde es gut, dass ich hier was gefunden habe. In diesem Auge ist ein Schalter. Wahrscheinlich für das Ding da, oder? Ja, tatsächlich. Eine geheime Tür. Noch irgendwas? Ja, hier ist auch was. Ein Schädel mit einem Mondstein. Und ich kann mir auch den Altar anschauen. Da heißt es: In Schachteln unter dem Altar wird süßer, moschusartiger Weihrauch aufbewahrt. Ja, mehr ist hier nicht. Karte. Ich kam von dort, bin hier einmal durchgestürmt. Jetzt schaue ich mir mal diese Räume hier an. Das tun alle Helden. Schleicht mal, geht mal da rein. Ach hier, das ist ein Raum, den ich auch anders hätte betreten können. Schlossknacken und die Erfahrungspunkte vom Schlossknacken reichen für einen Stufenaufstieg von Lael. Den mache ich mal gerade. Lael, mein Guter, du siehst ein bisschen putzig aus mit diesem grün-lila. Auf der anderen Seite, es hat was. Mut zur Farbe. Du bekommst 6 Punkte haben wir für dich. Bisschen mehr Wissen. Und bisschen mehr Heimlichkeit. Oder Überleben. Ja, Überleben ist vielleicht wichtiger. Dann ein neues Talent. Was habe ich denn hier? Tiefer Glaube. Passiv. Der Glaube des Paladins wird noch stärker, wodurch er erhöhte Verteidigungsboni auf Glaube und Überzeugung erhält. Plus 5 Abwehr, plus 10 Tapferkeit, plus 10 Reflexe, plus 10 Wille.
Ist nicht schlecht, kritischer Fokus. Das ist so ein Fokus, den ich anschalten kann. Mache ich aber nicht. Tiefer Glaube ist besser. Er soll ja als Bollwerk dienen, der Paladin und Edea entlasten. Also tiefer Glaube. Und fertig. Ja, das war der einzige Stufenaufstieg, den es gab. Arik, schau dich mal ein bisschen um. Hier dürfte aber nichts sein. Tür auf. Hinein. Da ist Netmar. Von dem hatte Kolsk mir erzählt, glaube ich. Dieser gebrechliche alte Priester ist über einen Tisch gebeugt und von verstreuten Schriftrollen und Pergamenten umgeben, deren Inhalt er mit Hilfe eines dicken Monokels überprüft. Als du dich näherst, schaut er mit feuchten Augen auf. Also noch mehr Besucher. Du gehörst nicht zu den Akolyten. Und einer der Wächter bist du auch nicht. Seine Stimme klingt wie ein trockenes, leises Krächzen. Was dich wenigstens zu einem Eindringling macht. Dazu hat dich wohl Kolsk angestiftet, oder? Ja, junge Männer gegen die Verteidigungsstellungen der Burg anrennen zu lassen, das klingt ganz nach ihm. Er schüttelt seinen Kopf. Ach, würden doch meine Predigten solchen Eifer hervorrufen. Und dennoch bist du hier. Was willst du von mir? Woher wusstest du, dass ich im Auftrag von Kolsk hierher gekommen bin? Netmar mustert dich einen Augenblick lang stumm. Meine Augen mögen mich ja im Stich lassen, mein Verstand aber nicht. Kolsk hat jeden Verbündeten rekrutiert, den er finden konnte, und macht jetzt mit der Erstürmung der Burg ernst. Sein letzter Angriff ist noch nicht lange her, und wie du sehen kannst, ist er katastrophal ausgegangen, wie ich es vorhergesagt hatte. Kolsk ist nicht bereit, manche Wahrheiten zu akzeptieren, und er versteht auch nicht, aus welchen Gründen Rätrik immer noch an der Macht ist. Wenn er Rätriks Festung einnehmen will, benötigt er meine Führung. Ich kann nur hoffen, dass er zuhört. Und Edea, dann ist es wohl gut, dass sein Vorgänger die Erwartungen gedämpft hat. Du scheinst ja nicht viel von diesem Kerl Kolsk zu halten. Das ist es nicht. Ich stimme mit seinen Methoden einfach nicht überein. Wir kennen einander seit langer Zeit. Ich erinnere mich noch daran, als er ein junger Mann war. Das macht es noch viel schwerer, ihn auf diese Weise handeln zu sehen. Impulsiv, blind. Netmar runzelt die Stirn. Trotz all seiner guten Absichten haben er und seine Anhänger mehr Schaden als Gutes bewirkt. Aber ich wünsche ihm nichts Übles. Und da bin ich also, mittendrin gefangen in ihrem Machtkampf. Er hebt einen knochigen Finger. Diese Krise kann aber weder Kolsk noch Rätrik lösen, denn beide sind nur sterbliche Männer. Wir müssen uns Berat zuwenden, denn es ist der Zwillingsgott, der den Seelen von Goldtal Frieden und Ausgeglichenheit bringen wird. Deshalb müssen wir zu Berat beten, wenn wir das Ende von Baitwens Vermächtnis erleben möchten. Das glaube ich nicht. Ich sag mal Option 2. Eigentlich bin ich nur gekommen, um diesen Ort zu säubern. Netmars faltiges Gesicht verzieht sich zu einem sorgenschweren Stirnrunzeln. Sind solche Dinge das Risiko wert? Mit Dieben geht Fürst Rätrik gar nicht zimperlich um. Ja, und ich werde mit Fürst Rätrik nicht zimperlich umgehen, das glaubst du aber. Und die Denunzierung von Rätriks Feinden wird dir auch kein besseres Schicksal einbringen. Was auch immer deine Gründe sind, lass mich dich vor dem Versuch warnen. Rätrik wird gut bewacht und nach Kolsks gescheitertem Angriff hat er seine Leute um sich versammelt. Netmar schüttelt den Kopf. Ich will nicht, dass noch mehr Leben verloren gehen. Und dann sage ich schließlich, ich bin gekommen, um Rätrik die Stirn zu bieten. Hilfst du mir? Netmars Stirn runzelt sich im Ausdruck kläglichen Bedauerns. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe versucht, Kolsk und seine Leute vor den involvierten Gefahren zu warnen. In Wahrheit habe ich sogar oftmals versucht, sie von ihrem Weg abzubringen. Meine Bemühungen scheinen keinerlei Unterschied gemacht zu haben. Und Edea wieder. Warum dich mit dem Typ gutstellen, der dich und all deine Freunde umbringen will? Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie einen solch guten Rat keine Beachtung schenken sollten. Und Netmar. Selbst der arme Gjako. Ich dachte, dass wenigstens er gerettet werden könnte. Jetzt aber gehört er aus Rüa. Nachschub ist er, für ihre Experimente. Er beugt seinen Kopf und stützt sich mit seinen zitternden Händen auf den Tisch ab. Ich bin nur knapp der Verdächtigung entgangen.
Die Trauer hat Rätrig im Griff. Er wird sich nicht umstimmen lassen. Er wird diese armen Gefangenen seine Rache spüren lassen. Er schüttelt seinen Kopf. Und diese Schuld kann ich nicht auf mich nehmen. Ich kann es nicht ertragen. Erzähl mir von Gyako. Einer meiner Akolyten. Netmas Gesichtsausdruck fällt vor Trauer in sich zusammen. Ich fand ihn bettelnd auf der Straße, als er nur ein junger Kerl war. Ich nahm ihn zu mir. Ich hoffte, dass er sich in der Kirche entwickeln würde, dass er meinen Platz einnehmen könnte, wenn ich zu alt bin, um Fürst Rätrig zu dienen. Seine Stimme hat nun einen verbitterten Unterton angenommen. Er aber fand Interesse an Kolsks Bemühungen, an seiner nutzlosen Rebellion. Ich konnte ihn nicht daran hindern, wegzugehen. Und jetzt? Jetzt hat er sich Kolsks Bemühungen gegen unseren Fürsten angeschlossen und versauert im Kerker. Ich fürchte, dass er aus Ryas bösen Plänen bereits zum Opfer gefallen sein könnte. Du erwähntest Osryas Experimente. Wer ist denn Osrya? Osrya, eine kluge junge Frau, die von den Lehren der Beseeler korrumpiert wurde. Sie hat Fürst Rätrig den Kopf mit frevlerischen Gedanken und falscher Hoffnung verwirrt und ihn dabei seines Wunsches beraubt, sein Volk zu führen. Und er ist töricht genug gewesen, ihr zuzuhören. Rätrig hat Osrya freie Hand gegeben, alle Experimente durchzuführen, die sie will. Jetzt sind die Niederungen der Burg vom Verwesungsgestank verdorben. Wer weiß, welche Seelen in dieser Finsternis leben und wehklagen? Beseeler. Alots Lippen verziehen sich in einem finsteren Gesichtsausdruck. Warum überrascht es mich nicht, dass sie alle in diesen Unsinn verwickelt sind? Und Netmar wieder. Ich flehte Fürst Rätrig für meinen Akolyten um Vergebung an, aber ich glaube, dass ich Gyakos Schicksal auf diese Weise nur hinausgezögert habe. Er schüttelt seinen Kopf. Jetzt ist er Osrya schutzlos ausgeliefert. Und ich frage, würdest du mir dabei helfen, Rätrig zu erreichen, wenn ich Gyako rettete? Ich könnte es dir ermöglichen, in Rätrigs Kapelle unter uns zu gelangen. Auf diese Weise wärst du direkt neben seinem Thronsaal. Netmars Stimme erzittert. Aber während Gyako in Gefahr ist, kann ich es nicht riskieren. Wenn du ihn aber sicher außer Reichweite von Osrya bringst, so verspreche ich dir, dass ich mein Bestes geben werde, um dir zu helfen. Er sieht sich vorsichtig im Zimmer um. Oh, das wird dir mehr zum Vorteil gereichen als eine Verkleidung. Wir haben eine Losung. Sie lautet: Ein Anfang aus jedem Ende. Wenn du das zu den Wächtern sagst, werden sie dich passieren lassen. Allerdings nur auf diesem Stockwerk, fürchte ich. Rätrigs Söldner haben nur wenig Geduld für solche Dinge. Ich sag mal, ich werde Gyako in Sicherheit bringen und dann zurückkehren. Die anderen Optionen gefallen mir nicht so gut. Sei vorsichtig. Osrya beherrscht mächtige Magie. Außerdem hat sie eine Vorliebe für grausame Fallen. Wenn du sie verärgerst, wird sie dir sicherlich zu einer schrecklichen Feindin gereichen. Netmar presst seine Hände zusammen. Mögen dich die Götter leiden. Wenn ich es richtig verstanden habe, war Netmar früher ein Eotas-Priester, der jetzt zu einem Berat-Priester, wie nennt man denn das, konvertiert ist. Und ja, irgendwie ist der komisch. Ich kann mir nicht helfen. Ich gehe mal hier rein. Kann ich einfach so stehlen? Oder interessiert das irgendjemanden? Das ist die Frage. Arik, probier's mal. Gute Robe, Schnaps und Schriftrolle der geringen Wiederherstellung von Ausdauer. Die geht zu Arik. Der Rest ins Versteck. Das interessiert den guten Netmar nicht, dass ich das stehle. Interessant. Hier genauso. Admet Hatred, Teil 2, Rebellion. Wandert ins Versteck, zukünftige Gute-Nacht-Lektüre. Und hier die Schriften Berats. Wandert ebenfalls ins Versteck. Ich schleich mal rum. Vielleicht gibt es hier noch irgendein geheimes Geheimversteck. Aber ich glaube, das hätte ich mittlerweile gefunden. Nun gut. Wo geht's denn hier hin? Da schläft der Herr Priester. Das ist aber ein großes Bett, alle Achtung. Hier ist ein Kästchen. Darin erfreulich viel Gold und ein Ritual der ungezähmten Wildnis. Bitte beides ins Versteck packen. Mehr ist hier nicht.
glaube ich, oder? Was ist das hier? Moment. Das ist schon der Nachbarraum, ja. Oh, ja, genau. Dann. Ich glaube. Moment. Ich spreche dir nochmal an. Du bist zurückgekehrt. Hast du ihn gefunden? Gibt es irgendwelche Überlebenden? Und ich sage zu Nedmar, ich brauche eine Rast. Aber sicherlich möchtest du nicht. Nedmar verlagert unbehaglich sein Gewicht und schaut zum Gang hinaus. Nun gut. Ich kann dich nicht darum bitten, dich in den Kerker zu wagen, wenn du nicht im Vollbesitz deiner Kräfte bist. Ruhe dich hier etwas aus. Ich werde dafür sorgen, dass niemand hereinkommt. Jetzt kann ich hier nämlich rasten. Und dann frage ich mich, habe ich gerade Rastvorräte verbraucht oder nicht, weiß ich gar nicht. Egal, die Rast war notwendig. Und jetzt schleichen alle hier raus und in den nächsten Raum. Tür auf. Wer ist da so alles? Da sind zwei Berat-Priester-Attacke. Leute, was macht ihr da? Hier hinten steht Nahkämpfer Eder und tut nichts, statt mal dahin zu laufen. Hier hinten steht Nahkämpfer Itumak und tut nichts, statt mal dahin zu laufen. Und da vorne steht Nahkämpfer Arik und tut auch nichts. Einzig Lael ist im Kampf. Eder, was wird denn das? Bitte mal Hand auflegen bei Alot. Eder. Ganz langsam. Lauf mal hier rum. Angreifen. Meine Güte, jetzt ist wieder dieser eine Priester hier in so einer Schutzwolke. Jetzt darf ich wieder warten, bis die weggeht. Die Laufintelligenz der KI war mal gerade wieder überirdisch. Und dieser Priester kommt zurück und macht Stunk. Es ist unglaublich. Was glaubst du eigentlich, wie dieser Kampf endet, liebe Priesterin? Die Helden stellen sich. Wow, die Helden, die Helden. Ach, die Helden laufen sonst wohin, aber ist egal, die können auch da draußen stehen. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier gibt es zwei Streitkolben, zwei kleine Schilde, zwei Roben und eine gefütterte Haube. Und Arik schaut sich mal ein bisschen um. Hier gibt es eine Schublade, darin ein bisschen Kupfer. Ein Schriftrollenregal, darin ein Buch, die vielen Gesichter Berats. Ein weiteres Schriftrollenregal, darin ein Buch, der Dürrwald Teil 5, die Verbreitung der Beseelung. Hier ein Tisch mit einem Trank des Bollwerks gegen die Elemente, ein bisschen Gold und einer gekritzelten Notiz, die da lautet: Ich habe dein Geschenk erhalten. Unglaublich, dass jemand so etwas auf Pergament niederschreibt. Ich habe in der Kapelle etwas für dich hinterlegt, aber wühl nicht wieder im falschen Schädel herum. Das wandert alles ins Versteck. Mehr ist hier nicht. Und dann schaue ich gleich nochmal in die Kapelle, in die Schädel. Das hier ist eine Tür, die ich nicht knacken kann. Dazu bräuchte ich mindestens mal Mechanik 7 und Bruder Arik hat Mechanik 4, glaube ich. Nein, 5, aber es hilft ja auch nicht. Das hier kann ich also nicht öffnen. Die Tür kann ich aber öffnen. So, bitte nochmal in die Kapelle. Ich habe ja jetzt gehört, dass hier in einem der Schädel was sein soll. Die Frage ist, ob das der Schädel war, den ich bereits, ja, entdeckt und geleert und geplündert habe. Scheint so. Da war ein Mondstein hinterlegt. Ja. Nichts Neues also. Dann wieder raus. Kurzer Blick auf die Karte. Ich bin im Allerheiligsten schon an mancher Ecke gewesen. Hier unten ginge es weiter. Dazu mal bitte alle Helden schleichen. Hier an die Ecke. Und zwar folgendermaßen. Eder an die Ecke. Arik, nein, Lael dann. Ach.
Lael daneben. Arik daneben. Itumak da irgendwo hin. Alot dorthin. Durant dahin. Und Sagani darf dann mal schießen. Mal wieder. Da ist eine hohe Priesterin. Attacke. Bumm. Und schnell um die Ecke. So. Eder und Lael Attacke hier. Arik Attacke da. Alot und Duranz helfen hier. Sagani auch. Itumak hilft bei Arik. Der erste Akolyt ist hin. Ihr alle auf die Hohe Priesterin. Und jetzt auch Arik Attacke. Und auch Itumak. Die hatte ja gar nichts drauf. Arik darf plündern. Zwei Keulen, einen Streitkolben, einen kleinen Schild. Eine Robe, zweimal einfache Kleidung und ein bisschen Kleingeld. Schleichen. Da ist ein Paladin. Sagani, schieß mal. Rückzug. Alot auch Rückzug. Der ist alleine, Attacke. Oh, der macht aber Wunden. Selber schuld. Was ist denn das jetzt schon wieder? Itumak, geh doch mal hier um die Ecke. Eder, geh doch mal dahin. Es ist doch alles frei. Hau den mal um. Und hier Kollege Arik tritt. Und gleich nochmal. Und nochmal. Itumak, beiß ihn. Ach, ist schon zu spät. Arik plündert einen Zweihänder, einen Plattenpanzer und einen Vollhelm. Und schleicht mal um die Ecke. Was ist hier noch so Schönes? Hier wird gespeist. Da ist ein Buffettisch mit einem Krug Bier, einem Sack Reis und einer Flasche Schnaps. Hier ist nix. Da ist noch eine Berat-Priesterin. Ach, das ist einfach. Da stürme ich rein. Alle Helden-Attacke. Arik, bitte treten. Ja, der hat aber viele Wunden. Attacke auf die nächste. Und nochmal. Ach, die ist schon weg, oder? Ja. Dann dort angreifen. Arik, dahin. Da ist doch wohl genug Platz. Wumm. Und hier gibt es eine Keule, zwei Streitkolben, zwei kleine Schilde, zweimal Robe, einmal einfache Kleidung, eine gefütterte Haube. Schleichen und Spähen. Ist hier irgendwas Verstecktes? Nein, hier ist das nächste Gedeck. Und da finde ich einen Sack Reis, einmal Gemüse, einmal Obst. Und damit bin ich hier durch auf dieser Ebene, bis auf diese eine Kammer in der Ecke, wo ich die Tür nicht öffnen konnte. Ansonsten bin ich jetzt hier überall gewesen. Nein, stimmt gar nicht. Da ist noch irgendwas, oder? Das ist aber auch nur eine Treppe. Moment.
Da geht's runter. Da geht es zu den Verlieskrypten und hier geht es zur Belagerungsplattform. Ich gehe erstmal nach oben. Und hier oben wird wieder mal geschlichen. Arik, schau dich um. Das hier ist ein Teil der Burg Zinnen, auf dem ich noch nicht gewesen bin. Da ist ein Fass mit zweimal Atra und ein bisschen Silber. Und was ist hier? Ein großer Platz, geeignet für einen großen Kampf. Aber hier ist keiner. Hier finde ich in einem Fass einen Trank der Eisenhaut und ein bisschen Kupfer. Hier finde ich in einer Kiste zweimal Atra und einen Froschhelm. Jetzt habe ich irgendwas entdeckt. Wo? Da. Diese Kiste ist ein geheimes Geheimversteck. Und darin finde ich einen Ring der sengenden Flammen. Der gibt den Zauber verbrennende Wunden 3 pro Ruhephase. Verbrennende Wunden. Effekte. Feindwirkungsradius 5 brennen. Zeitschaden bei Treffer für 20 Sekunden. Ah ja. Bei jedem Treffer gibt es dann nochmal so einen Zeitschaden. Das ist nicht verkehrt. Arik, nimm das mal in dein Inventar und die Schriftrolle des Flammenfächers genauso. Die Ringe bei Arik sind ja schon besetzt. Alud, nimm das mal an den Finger. Und Eder hat Wissen 1 und Flammenfächer benötigt Wissen 2. Das könnte also Lael anwenden, genauso wie diese Schriftrolle da. Geringe Wiederherstellung der Ausdauer. So, Arik schaut sich weiter um. Noch irgendwas, was ich haben möchte? Nee. Hier ist keiner mehr. Dann geht's jetzt wieder hinein. Und dann geht's jetzt für mich auf in die Burgküche. Und runter. Und hier unten in der Küche wird geschlichen. Arik schaut sich mal um. Was habe ich hier? Da geht's hoch. Da bin ich hergekommen. Genau, also von der Treppe bin ich runtergekommen und da geht's eine weitere Treppe in den Keller. Und die führt zum Verlies. Ja, da gehe ich dann auch bald hin demnächst. Aber erstmal bleibe ich hier auf dieser Ebene und finde hier zweimal Gemüse. Und hier ist so eine Vase mit zwei Schneekappe und einem Rieselschwamm. Ich glaube, Rieselschwamm ist neu, kann das sein? Rieselschwamm, wo rieselst du? Wo ist das denn? Hier. Rieselschwamm wird aus den Schwämmen hergestellt, die an den felsigen Küsten von Rauatei vorkommen. Er wird fein gerieben und inhaliert. Matrosen verwenden ihn oft auf langen Seereisen, da er eine beruhigende Wirkung hat, die einem hilft, über einen längeren Zeitraum andauernde körperliche Anstrengungen zu meistern. Plus 10 maximale Ausdauer für ziemlich viel. Das sind ja 10,5 Minuten. Minus 2 Fokus bei Treffer. 40 Erschöpfung für 300 Sekunden nach 600 Sekunden. Okay, das kann ich irgendwie inhalieren. Plus 10 maximale Ausdauer, naja. Bringt das so viel? Ich werde mal sehen. Arik, schau dich weiter um. Hier ist eine Mühle oder was das sein soll. Da ist eine Lupe. Und da heißt es: Die gebratene Ziege schmeckt nur leicht nach Rauch und verbranntem Fett. Aus dem kalten Kadaver.